Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal auf verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Zwilling oder der, die du hier auf einen Zwilling schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Februar bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist es spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, habe ich beschlossen, die weiblichen Karten stehen für den Zuschauer und die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es natürlich auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Wenn du gerne wissen willst, wie es mit deinem Herzensmenschen weitergeht, was dieser für dich fühlt, über euch und über eure Verbindung denkt, wie dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zukommt und wie du dich denn am besten verhalten solltest, damit das Ganze positiv voranschreiten kann, dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Gut, dann ist, glaube ich, soweit alles gesagt und wir starten in deine erste Karte im Monat Februar. Dann habe ich hier den Page der Münzen. Kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Also, hier möchte jemand in dein Feld kommen oder ist jemand in deinem Feld, der dich gerne verzaubern möchte oder wieder verzaubern möchte. Also, hier gibt sich jemand Mühe, für dich so einen ganz besonderen Zauber hinzulegen. Na, vielleicht möchte dich hier auch jemand mit Materie verführen. Na, ich hab hier Ringe, ich habe hier Ketten, ich habe hier Edelsteine. Also hier, ja, hier zaubert jemand aus der Trickkiste. Für manche könnte das auch so ein bisschen so ein fauler Zauber sein, na, wo man sich mit Federn schmückt, die gar nicht zu einem gehören. Ne? Also das könnte so ein bisschen so dieser Glanz sein, der aber nur oberflächlich ist. Ne? So kriege ich das auch hier rein. Also hier möchte dich jemand verzaubern oder er hat dich jemand verzaubert und wenn man genau hinschaut, dann war das alles gar nicht so toll, ne? Wie man das so der glitzernde Schein, ne? Das ist so wie so der schöne Schein gewesen, ne? Wenn man richtig hinschaut, hat man so diesen Zaubertrick entlarvt, ne? Also das war am Außen schön, das war für den Anfang sehr schön und aber dann bist du irgendwie hinter die Fassade gekommen. Na, also das, was man hier dir vorgezaubert hat, das konnte man nicht lange halten. Das, was man dir erzählt hat, da standen keine Taten dahinter. Na, also dass du bist hinter diesen Zaubertrick gekommen, du bist hinter diesem faulen Zauber gekommen und hast diesen Zaubertrick entlarvt. Na, das ist wie jemand, das ist ja oft so, wenn man sich kennenlernt. Ne, dann zeigt man so die schöne Seite von sich. Da mag man auch oft die Dinge, die der andere mag. Und da kann es sein, ich nehme jetzt mal eine Frau als Beispiel, dass eine Frau dann gesagt hat, ja, ich finde ja Fußball auch ganz, ganz toll und ich schaue mir das an. Und dann im Laufe der Zeit kristallisiert sich raus, dass die Frau eigentlich von Fußball gar keine Ahnung hat, Fußball auch überhaupt nicht mag und es einfach nur gemacht hat, um den Mann zu gefallen. Und so habe ich das hier. Ne? Also hier hat ja jemand auch noch den Mund geredet, hier hat jemand
sich so gegeben, wie man gedacht hat, das gefällt dir. Ne? Und das war aber einfach nur Schall und Rauch. Ne? Das war so ein fauler Zauber und der ist jetzt halt, dieser Zaubertrick, der wurde entlarvt, wie das dieser Mensch gemacht hat. Dann habe ich hier den König der Kelche. Der König der Kelche kann in Wasserzeichen sein Fische, Krebs oder Skorpion. Der König der Kelche, das ist jemand, der ist sehr empathisch, sehr feinfühlig, sehr romantisch auch. Und hier kocht jemand sein eigenes Süppchen, hat aber im Feld um dieses Süppchen herum tanzen verschiedene Menschen. Also, das ist hier dieser gefüllte Kelch, ne? Wo Liebe drin ist, wo Emotionen drin sind, wo Gefühle drin sind. Also es könnte sein, dass dieser Kelch, dieses Süppchen mit mehreren Menschen geteilt wird. Also dieser König der Kelche könnte sehr emotional sein, könnte durch diese Sensibilität, die dieser Mensch hier an den Tag legt, könnte dieser Mensch auch sehr feinfühlig sein, vielleicht auch ein bisschen so Bestätigung brauchen. Ne? Also man könnte hier viel Bestätigung brauchen von außen, wenn man hier was tut. Und man könnte, wie gesagt, auch von mehreren Menschen, mit mehreren Menschen hier dieses Süppchen geteilt haben. Also hier könnte auch eine Dreier-, Vierer-Konstellation, also hier flirtet auch jemand gern. Ne? Hier zeigt sich jemand sehr, sehr zauberhaft, ne, im Außen. Also das ist so, ich kriege auch gerade so ein Verpuffen rein. Ne? Also wenn du einmal hinter die Fassade geschaut hast, dann ist da wirklich, wie, da ist es wie verpufft. Da fällt ja der Zauberstab runter und dann ist nichts mehr zauberhaft. Ne? Dann ist es einfach verpufft. Und das macht dieser Mensch mit vielen Menschen. Ne? Also so dieses, wie man sich gibt. Ne? Also als wärst du hier nicht die Einzige gewesen. Das kriege ich so rein. Als hätte man also vielen Menschen im Außen diese schönen Worte gesagt, diese schönen Gesten überbracht, schöne Geschenke gemacht, so diese Zaubertricks vorgeführt, ne? Dieser schöne Schein. Und als hätte man hier viele von diesem Kelch, von diesem Süppchen kosten lassen. Ne? Und hier ist auch jemand, hier zeigt auch jemand nicht sein wahres Gesicht. Ne? Also man hat hier den Hut sehr ins Gesicht gezogen. Und ja, man zeigt sich nicht, wie man wirklich ist. Ne? Also du hast es durchschaut, hier das Verpuffen hat schon stattgefunden. Und wie gesagt, also man braucht immer viele im Außen, um sich bestätigt zu fühlen. Mit diesem Menschen könntest du es zu tun haben. Und dann habe ich in der nächsten Karte habe ich die 10 der Schwerter. Ja, und durch das, was ich dir hier erzählt habe, durch dieses Verpuffen und dass hier jemand viele von seinem Süppchen hat ko kosten lassen, ist hier etwas verloren gegangen. Hier ist was kaputt gegangen mit den 10 der Schwertern. Das hat dich niedergestreckt. Das hat diese Verbindung niedergestreckt. Und hier ist dir aber irgendwas verloren gegangen. Also hier wurde dir irgendwas entwendet. Das kann dein Stolz sein, das kann deine Ehre sein, das kann deine Energie sein, das kann dein Herz sein. Es kann aber auch was Materielles sein. Ja, also eine Kette, ein Ring, ein Heilstein. Wie auch immer, hier wurde dir was weggenommen. Ne? Also hier hat auch jemand an deinem Stolz gekratzt. Ne? Das kriege ich hier auch rein. Und das wurde mit weggetragen mit den 10 der Schwertern. Die Eule sagt hier aber auch, das ist nur Ego. Du weißt, wer du bist. Ne? Du weißt genau, du bist ein toller Mensch. Du bestehst aus Licht und Liebe und du brauchst hier nicht hinterher zu jagen und zu weinen. Das ist es nicht wert. Ne? Also, wenn, dann muss dieser Mensch schon loyal, treu und ehrlich und authentisch dir gegenüber sein. Ne? Und nicht hier so eine Show präsentieren. Ne? Dann kann es ja nur schief gehen. Wenn hier jemand eine Show präsentiert und dann noch ein paar Wochen, noch ein paar Monaten erkennt man ja, das ist ja gar nicht dieser Mensch. Da ist ja Schall und Rauch, das ist verpufft. Ja? Und
Ja, ne, das kann nur auf einer Ebene funktionieren, wenn beide ihr wahres Selbst zeigen, ihr wahres Gesicht zeigen. Ja, also du brauchst ja nicht hinterher zu trauern. Ja, und die Eule sagt ja auch, du weißt doch, wer du bist. Ne? Also du hast Kraft in dir, du hast Energie, du bist ein lichtvoller Mensch, du brauchst ja nicht hinterher zu weinen und hinterher zu jagen. So, dann schauen wir mal bei diesem Gegenüber. Und dann habe ich hier die Liebenden, kann für das Sternzeichen Zwillinge stehen. Und hier haben wir auch das, was ich schon vorhin hier gesagt habe. Da lässt sich jemand sehr, sehr schnell verführen im Außen. Da lässt sich jemand sehr von Reizen berauschen. Hier lässt sich jemand sehr schnell, ja, hier lässt jemand durch die Verführung im Außen, lässt jemand schnell seine Werte auch fallen. Ja, also man könnte dir ja auch vorgezaubert haben, man ist hier ganz treu und loyal und ehrlich. Ne? Und das sehe ich aber hier, dass das so vorgespielt war. Also hier flirtet jemand sehr, sehr gern, hier holt sich jemand sehr, sehr gern Bestätigung im Außen. Hier braucht auch jemand diese Aufmerksamkeit von außen, weil das oft so ist, dass es eine ganz, ganz kleine arme Seele ist, die sich diese Aufmerksamkeit nicht selber geben kann. Und deswegen sucht man das im Außen. Und hier ist jemand nicht wirklich, wenn ich das im Englischen ausdrücken darf, amused über das, was dieser Mensch hier tut. Na? Das tut man auch oft nachts, ne? Wenn man denkt, der Partner oder die Partnerin schläft, ne? Weil ich ja eine Fledermaus habe. Ich kriege hier auch rein dieses Suchen im Internet und so mal auf die schnelle Nummer aus sein. Das habe ich bei diesen Menschen. Bei den Liebenden geht es allerdings um eine Herzensentscheidung. Ja? Also man könnte hier zwischen zwei Möglichkeiten die Wahl haben. Und hier war gerade 12, 12. Hier könnte man zwischen zwei Menschen die Wahl haben und weiß nicht so richtig, wie man sich entscheiden soll. Bei den Liebenden ist es immer so, man sollte auf das Herz hören, man sollte auf die Seele hören. Aber ich kriege hier nicht wirklich jemand rein, der sehr im Gefühl ist. Ich kriege hier jemand rein, der eher im Kopf ist. Ne, die Fledermaus, die hängt ja auch falsch herum. Das ist wie beim Gehängten. Hier ist jemand eher im Kopf und aber nicht wirklich im Herz und nicht wirklich im Gefühl. Deswegen fällt es diesen Menschen auch schwer, hier zu sagen, okay, ich entscheide mich für diesen Menschen, da gebe ich mein Herz hin, da gebe ich meine Seele hin. Das ist so dieser Mensch hat es im Kopf, ich brauche das. Ich brauche das einfach, diese Abwechslung, diese Freiheit, dieses Flirten. Ne? So, und also hier habe ich auch jemand, der dann die komischsten Ausreden erfindet, selbst wenn man diesen Menschen auf frischer Tat ertappt. Ne, wenn dieser Mensch auf frischer Tat ertappt wird, hat man hier die unmöglichsten Ausreden, wo man sich dann denkt, hey, bist du bescheuert oder hältst du mich für bescheuert? Also hier kommt jemand mit Ausreden und glaubt dann auch selber dran. Ne? Also ich habe das auch so. Ne? Also das tut dann auch jemand so ein bisschen als nichtig ab. Das war doch gar nicht so schlimm. Jetzt macht doch hier nicht so ein Riesengewese. Ne? So jemand kriege ich hier rein. Und dann habe ich das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen, das sagt mir so, dieser Mensch hofft auf Chancen und Möglichkeiten, wieder mit dir in den Frieden zu kommen, wieder mit dir, in eine liebevolle Energie zu kommen. Das könnte schon seit längerem so gehen. Hier habe ich wieder, die Eule. Na, also das könnte auch eine alte Geschichte zwischen euch sein. Das könnte so eine alte Seelenverbindung sein, wo ihr immer mit diesem Thema schon zu kämpfen hattet. Das könnte auch, weil ich hier den Berg habe, das könnte die Liebe, die Emotionen, die Gefühle in dieser Verbindung blockieren. Und ich kriege das auch so rein, ne? Die Eule, die hält hier eine Schriftrolle in den Händen. Hier könnte so ein Download kommen aus dem Seelendrehbuch. Manche nennen es auch Akasha-Chronik.
als könnte man darin lesen. Ne? Als könnte es darum gehen, was ist denn der Sinn dieser Verbindung? Warum sind wir uns begegnet? Wo soll es hingehen mit uns beiden? Ne? Wenn ich hier doch im Außen so viel Gespielinnen habe. Ne? Also hier möchte jemand trotzdem wieder mit dir diesen liebevollen Neuanfang, diesen liebevollen Neubeginn. Und dann habe ich den König der Schwerter, kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Hier ist aber auch jemand sehr, sehr stur. Hier ist jemand sehr, sehr stur und bewegt sich nicht oder kaum vom Fleck. Und man hat hier schon viele Besen gesammelt, ne? Das könnte hier so, hier könnte auch jemand deine, ja, das ist so, das wird nicht für viele zutreffen, aber vielleicht fühlst du dich so, hier könnte jemand deine Unschuld geraubt haben. Und man sammelt es hier, ne? Man sammelt das hier. So, deinen Stolz geraubt haben. Ja, deine Ehre, ne? Und man sammelt es hier. Ne? Man ist da stur, man will das weiter beibehalten, man möchte aber mit dir diesen liebevollen Neubeginn. Und hier stellen sich auch viele an bei diesem Menschen. Ne? Und versuchen diesen Menschen in die richtige Richtung zu bewegen, nämlich in Liebe, in die Emotionen, in eine loyale, treue, ehrliche Partnerschaft. Aber hier ist jemand stur, hier lässt sich jemand nicht bewegen. Ne? Hier stehen ganz, ganz viele Menschen Schlange bei diesen Menschen. Ja? Und der König der Schwerter, das ist auch jemand, der ist rational, der ist im Kopf, der ist im Denken, der ist nicht im Gefühl. Ja? Da ich hier eine weibliche Person habe, könnte auch dir was geschickt werden, ne, vom Universum. Dass du hier diesen Download erhältst. Warum, wieso, weshalb ist denn das so mit diesen Menschen? Was ist denn unser Sinn in dieser Verbindung? Und du könntest Chancen haben auf einen liebevollen Neubeginn, wo dieser Mensch dann denkt, na, aber Moment mal, ich bin doch auch noch da. Ne? Also du könntest dir einen liebevollen Neubeginn, liebevollen Neuanfang mit jemand anders haben und wo dann dieser Mensch sich denkt, na, aber ich bin doch auch noch da, hier ist doch noch Platz in der Schlange, hä? So ungefähr. Das könnte diesen Menschen auch auf den Plan rufen. Na gut, da schauen wir mal weiter an eure gemeinsame Energie. Dann habe ich hier die Königin der Münzen. Das steht für dich. Das kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Also du bist geerdet, du bist stabil und sicher, du bist in deiner Fülle, im Innen und im Außen. Und du hast auch eine große Fülle an Gefühl. Und du weißt ganz genau, wie du das Toxische, das Giftige aus deinem Leben vertreiben kannst. Ne? Du hast hier dieses Grasbüschel in den Händen und hast es in Wasser getaucht. Du weißt genau, wie du das Toxische, und Giftige aus deinem Leben vertreiben kannst, ne? Damit du hier ruhig an diesem Wasser sein kannst, an diesem Wasser liegen kannst, dass du in deinen Gefühlen beruhigt bist. Ne? Also ich sehe hier, dass du dir das nicht gefallen lässt von diesem Menschen. Also dass das auch nicht so der Sinn von einer Verbindung für dich ist. Ja? Also du weißt genau, wie du das hier eliminieren kannst. Und dann habe ich hier die Acht der Kelche. Ne, die Acht der Kelche, das ist so dieses schweren Herzens bewege ich mich hier weg, um die Zehn der Kelche zu erfahren. Ne? Und hier habe ich diesen Menschen, der hier in seinem Bottich rührt. Und hier sehe ich dich, wie du hier dein Süppchen kochst. Und hier habe ich eine junge Frau, die auf diese Zauberin zugeht. Und das, was ich hier gesagt habe, du könntest hier den Download bekommen. Also das könntest du im Hier und Jetzt sein und das könntest du auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Dimension, in einer anderen Zeit sein, wo dich hier jemand mal mitrühren lässt, in diesen Kessel schauen lässt, eine Zutat in dieses Süppchen schmeißen lässt. Wo dir hier eine Energie, die aber was mit dir zu tun hat, auf einer anderen Ebene sagt, du bist doch mehr wert, als dich hiermit anzustellen.
Ja. Also hier ist es dieses Weggehen schweren Herzens aus dieser Situation, aus dieser Verbindung von diesen Menschen heraus, um die 10 der Kelche zu erfahren, weil das bist du wert. Du bist ja die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen, die hat Fülle im Innen und ist dann auch erfüllt im Außen. Ja? Also für dich kommen hier auch nur die 10 der Kelche in Frage. Also du machst dich hier auf den Weg und bewegst dich weg von diesem toxischen, von diesem giftigen, von diesem, ich habe hier ja mehrere Chancen, Baby. Ja? Dann schauen wir mal weiter. Und dann habe ich hier die 5 der Kelche. Du hast dich ja lange bezirzen lassen. Ja, von diesem Schmuck, von dieser Materie. Vielleicht hat dich ja auch jemand mit materiellen Dingen verzaubert. Das kann auch sein. Hast du dich hier beeinflussen lassen und hast dich vielleicht auch durch dieses Glitzern, hast du das vielleicht auch gar nicht so mitbekommen hier. Ja? Und du hast gedacht, es ist alles gut, du sitzt ja auf dem Kelch und machst dich schick für diesen Menschen. Die 5 der Kelche, das ist aber so die Karte, wo man sagt, hier sind schon 3 Kelche umgefallen. Also hier ist schon viel kaputt gegangen zwischen euch, hier ist schon viel Emotionen sind hier weggeflossen. Das ist aber auch die Karte, wo man sagt, hier stehen noch 2 Kelche. Was macht ihr mit den 2 Kelchen? Nimmt da jeder einen und ihr geht auseinander oder reicht ihr euch die Kelche mit den 2 der Kelchen? Gibt es hier noch was zu glätten? Gibt es hier noch was zu kitten? Gibt es hier noch was zu retten? Ne, ist die Suppe hier noch vor dem Versalzen zu retten? Ne, ich habe hier zweimal, dreimal diesen großen Kelch hier. Ist hier noch was zu retten? Kann man hier die Suppe noch genießbar machen? Und dann habe ich ja die 9 der Stäbe. Also hier gab es auch Herzschmerz bei dir. Also du möchtest dich hier auch von diesem toxischen, von diesem giftigen wegbewegen. Und die 9 der Stäbe sagt mir, du grenzt dich hier auch ab. Also ich nehme hier nur deine Energie wahr, muss ich dir ehrlich sagen. Indem du dich abwendest, ne, von diesem toxischen, du hast ja schon viel erlebt, ne, da sind schon viele Tränen geflossen. Und du siehst ja auch. Also die 2 der Kelche nicht auf dich zukommen. Und du beschäftigst dich auch viel mit dir selber. Ne? Und hier habe ich wieder dieses alte Buch, was geöffnet ist. Also du bekommst irgendwie wie ein Download, ein Zeichen aus dem Drehbuch deiner Seele, aus diesem Seelendrehbuch, aus dem Drehbuch deines Lebens, in dieser irdischen Inkarnation. So kriege ich das rein. Ja, also du ziehst dich auch in dir zurück. Die 9 der Stäbe ist diese Abgrenzung nach außen, um nicht wieder verletzt zu werden. Ja? Und du forschst hier aber nach, worum es denn hier eigentlich geht, warum dir das passiert, warum dir das mit diesem Menschen passiert und was das für einen Grund hat. So, und dann komme ich in eure gemeinsame Energie, dann habe ich hier Life Purpose, den Lebenssinn. Ja, Lebenssinn. Also du fragst dich hier, was ist denn das für ein Sinn? Da muss doch ein Sinn dahinter stecken, warum mir das mit diesen Menschen passiert. Ne? Und die Antwort kann dir dein Herz geben. Hier geht es auch viel um Heilung, hier wieder in den Frieden zu kommen, mit sich selbst auch wieder in den Frieden zu kommen. Und dann habe ich hier die Welt. Ne? Also das, was du in dir heilst, das heilst du auch automatisch in der Welt, im Universum, im Kollektiv. Denn da heilst du, das, was du in dir heilst, da heilst du ein Stück in einem anderen Menschen auch. Ne? Also frag dich, was ist denn hier der Sinn dahinter? Was? Und vielleicht geht es auch nur um deine Heilung, ne? Dass dieser Mensch das in dir angetriggert hat und dass du hier heilen kannst. So, hier wollten 2 Karten raus und dann habe ich, lass deinen Ex-Partner los, die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Also, dieser Mensch kann hier als Ex-Partner angezeigt werden, wo dir diese Karte sagt, also es ist wirklich an der Zeit, lass es los, lass es ziehen, lass dich das hier wegbewegen und beweg dich selber hier aus dieser Situation raus.
Das kann sein, dass du in dieser Verbindung mit diesem Menschen noch an einem Ex-Partner hängst und dass es dann diese Dynamik ergeben hat. Na, weil du vielleicht noch Gefühle für jemand anders hattest, noch an den Ex-Partner hingst, etc. Aber für die meisten kriege ich halt rein, es geht hier um diesen Menschen. Und dann habe ich, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Das kriege ich für dein Gegenüber rein. Also wenn hier wirklich jemand mit dir noch mal den liebevollen Neuanfang, den liebevollen Neubeginn haben möchte, dann muss sich dieser Mensch einfach Mühe geben. Und mal wirklich auf sein Herz hören, auf seine Seele hören und seine Liebe zum Ausdruck bringen und das nicht alles im Kopf ausmachen. Na? Also das kriege ich so rein. Na? Die Karte, die für dich steht und die Karte, die für diesen Menschen steht. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt trotzdem wissen wollt, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter, wann bewegt sich denn dieser Esel endlich mal und kommt in sein Herz? Was denkt denn dieser Mensch über dich, über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz sehr freuen und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.